Hallo miteinander und herzlich willkommen hier in Kroatien. Ich bin hier im Hotel Laguna Parentium in Poric und ich nehme euch jetzt mit ins Hotelzimmer. Und zwar, gerade wenn man reinkommt, muss man hier zuerst die Karte rein tun, damit man überhaupt Strom hat. Wir sind hier im Zimmer 242 und das ist ein ganz normales Standardzimmer. Ein normales Doppelzimmer mit Balkon. Gerade hier, wenn man reinkommt, auf der linken Seite, geht es hier ins Badzimmer. Jetzt ist ja gerade die Lüftung an, hier im WC, darum tönt es jetzt ein bisschen laut. Also ich habe noch nie so ein grosses Badzimmer gesehen. In einem normalen Standardzimmer. Und da hinten hat man Dusche, hier oben eine grosse Regentusche. Und hat natürlich hier auch noch die Normalbrause, die nicht so gerne Regentusche haben. Gehe ich hier wieder raus. Hier Schiebetüren. Mach die zu, dann ist es ein bisschen leiser. Dann zuerst einmal einen Blick ins Zimmer. So sieht das aus, von dieser Seite her. Grosses Doppelbett, Couch. Dann noch ein Blick von der anderen Seite. Hier mit dem grossen Fernseher in der Mitte. Und ein grosser Einbauschrank da hinten. Also muss ich sagen, wirklich sehr viel Platz hier überall. Hier aufmachen. Also Platz zu Genüge. Hier unten noch Schubladen. Kleinste Fächli. Auf der Seite geht auf. Hier hat man noch Badmäntel drin. Hier unten wäre noch der Tresor versorgt. Und irgendwo, ich glaube, da unten war das. Hier hat man Minibar drin. Und die Minibar, die ist schon gefüllt. So. Genau, zum Schränk aufmachen, muss man einfach einmal kurz andrücken und dann geht das Kästchen eigentlich auf. Dann hat man hier einen kleinen Pult mit Steckdose und Steckdose hat es übrigens auch hier bei den Nachttischli. Und auch hier vom Nachttisch aus kann man eigentlich alles steuern. Überall so Touch-Knöpfe. Also ja, wo man hier den ganzen Strom ausschalten muss. Und entweder beim Nachttisch einschalten. Muss man noch wissen, wo. Da ist das Nachttisch, genau. Schalte da wieder raus. Oder auf dem Balkon, beim Eingang. Ist eigentlich noch cool. Und auf der anderen Seite, da ist noch das Telefon. Auch hier auf der anderen Seite, wenn ich hier ein bisschen Platz mache. Hoppala. Ist da hinten die Steckdose. Und auch auf dieser Seite kann man das ganze Licht steuern vom Zimmer. So. Hier wäre die Klimaanlage, die man einstellen kann. Hoppla, sieht ein bisschen komisch aus, flackert ein bisschen so. Aber wie gesagt, bei uns ist die ausgeschaltet. Die brauche ich, jetzt habe ich sie noch eingeschaltet. So, die brauche ich nicht. Und da hat man wieder die Möglichkeit, zum überall das Licht zu steuern. Übrigens, da unten hat es auch noch eine Steckdose. Dann gehen wir mal hier voraus. Auf den Balkon. Also ein mega grosser Balkon, muss ich sagen. Zwei Stühle draussen, ein Tisch. Da hat man noch einen Blick auf den Park oder auf den Garten bzw. aufs Meer. Hier sieht man noch den Pool.
Also wirklich sehr schöne Hotelanlage, muss ich sagen. Da hat man noch so Lamellen, wo man kann verstellen, wo man kann schieben. Man kann da, die kann man, ja, vielleicht wenn man nicht gerne Sonne hat, kann man da verstellen oder man kann da aufkurbeln, wenn man es lieber heller will. Und je nachdem wie die Sonne scheint, kann man die schieben und auch den anderen kann man verstellen. Und ja, kann so ein bisschen Sonnenstrahlen regulieren. Oder ob man Schatten oder lieber Sonne will. Gut, ja, gehe ich da wieder rein. Ich glaube, ich habe mehr oder weniger alles gesagt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, an dieser Stelle danke ich euch vielmals fürs Schauen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.